Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, Doro, und wir machen heute zusammen Zwiebelkuchen. Wir haben hier einen Berg Zwiebeln, Speck haben wir auch noch, aber dazu später mehr. Jetzt machen wir erstmal den Hefeteig. Und keine Angst, der ist wirklich sehr, sehr leicht, kriegt ihr alle hin. Wir haben hier frische Hefe und wie das genau geht, zeige ich euch jetzt. Ich gebe zuallererst das Mehl in die Schüssel und dann mache ich mit den Fingern eine kleine Mulde hinein. In die Mulde kommt der Zucker und auf den Zucker bröckel ich die Hefe. Hefe verträgt sich nämlich sehr, sehr gut mit Zucker. Auf die Hefe gebe ich die lauwarme Milch. Es ist wichtig, dass die lauwarm ist, also die darf auf keinen Fall kalt sein. Dann erschreckt sich nämlich die Hefe und geht nicht auf. Dann kommt noch Butter. Die gebe ich nach außen. Und zum Schluss noch Salz. Das kommt auch nach außen. Hefe mag nämlich Zucker, aber Fett und Salz mag sie nicht so gerne. Und deswegen soll sie damit erst gleich in Berührung kommen. Jetzt noch nicht. Jetzt mische ich mit der Gabel ein wenig Mehl hier in die Hefe und die Milch. Dann nehme ich die Knethaken. Den Teig decke ich jetzt mit einem Handtuch ab. Und dann darf er an einem warmen Ort 45 Minuten ruhen und dabei schön aufgehen. Der Teig ist gleich fertig mit seiner Ruhepause und wir kümmern uns jetzt um den Belag des Zwiebelkuchens. Und dafür werden wir als allererstes mal die Zwiebeln schälen und in kleine Würfel schneiden. Jetzt gebe ich einen Batzen Butter in die Pfanne und darin werden die Zwiebelwürfel gleich schön anbraten. Habt ihr gerade gesehen, da war jetzt noch nicht die ganze Butter geschmolzen, aber es war genug geschmolzen, dass die ganze Pfanne bedeckt war und das war mir jetzt hier zu gefährlich mit dem Rumgespritze, deswegen habe ich jetzt die Zwiebeln mal da reingemacht und die restliche Butter kann jetzt auch noch schmelzen, während die Zwiebeln schon andünsten. Die dünsten wir jetzt 8 bis 10 Minuten. Zu den Zwiebeln kommt jetzt ein wenig Mehl. Wird schön untergerührt und etwas Sahne. Das Ganze ist jetzt etwas angedickt und das nehmen wir jetzt vom Herd. Während die Zwiebeln ein bisschen abkühlen, kümmern wir uns um den Teig. Und zwar rollen wir den aus mit dem Nudelholz und dann kommt der in unsere Springform. Da habe ich erst Butter reingemacht und dann noch ein bisschen Mehl hineingestäubt. Ich gebe auch ein wenig Mehl auf die Arbeitsfläche, damit der Teig da nicht kleben bleibt. So. Zur Sicherheit auch ein bisschen aufs Nudelholz. Ich roll den rund aus, denn der soll ja in unsere Springform passen.
jetzt kleiden wir die Springform damit aus. Da habe ich ein Loch reingerissen, das macht aber nichts, das kleben wir gleich. Der wird jetzt ein paar Mal mit der Gabel eingestochen. Unser Teig wird jetzt vorgebacken und zwar bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für 5 bis 8 Minuten. Währenddessen kümmern wir uns um unsere Füllung. Zu der Zwiebelmasse kommt Speck. Ich habe hier Biospeck, den gebe ich dazu. Der ist ganz mager und schon geschnitten. Den könnt ihr aber auch weglassen, wenn ihr kein Fleisch esst. Kein Problem. Und dann kommen noch 2 Eier dazu. Jetzt fehlen natürlich noch Gewürze und deswegen kommt Salz dazu. Und Kümmel darf natürlich nicht fehlen beim Zwiebelkuchen. Der ist A, gut für den Geschmack und der hilft aber auch bei der Verträglichkeit der Zwiebeln. Nimmt dem Körper ein bisschen Verdauungsarbeit ab. Ich habe jetzt unseren Boden aus dem Ofen geholt und da kommt jetzt die Füllung drauf. Der Zwiebelkuchen kommt jetzt nochmal in den Ofen und zwar ebenfalls bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für 30 bis 40 Minuten. Guckt auf jeden Fall nach 30 Minuten mal nach. Zu dunkel soll er nicht werden, aber schön golden gebräunt. Unser Zwiebelkuchen ist fertig. Ich habe mir mal ein Stück hier rausgeschnitten, das werde ich gleich essen. Macht ihn unbedingt nach, denn er ist sehr, sehr lecker. Trinkt dazu ein Glas Federweißer, ganz klassisch, oder einen ganz frischen Apfelsaft. Das geht natürlich auch für die, die keinen Alkohol trinken. Also, macht ihn nach, lasst ihn euch schmecken und bis bald. Tschüss! Mmh.